Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal soll es um die Schock oder Schocks, Aftershocks hießen sie früher, jetzt heißen sie nur noch Schocks. Kopfhörer, zählt das als Kopfhörer? Die mit Knochenschall funktionieren. Ich habe hier einmal die Mini drinne, die habe ich nämlich fürs Fitnessstudio. Und hier habe ich einmal die kommen und hier sind noch mal die Open Run in normal. Fangen wir erstmal bei dem Mini und also ich mache jetzt ein Video für alle, weil ich brauche nicht dreimal das gleiche Video machen. Deswegen ein Video für alle drei als Fazit, weil ich habe jetzt alle drei mehrere Wochen getestet. Beim Laufen, am PC, im Fitnessstudio. Ich habe sie selbst teilweise beim Autofahren getragen, um zu testen. Und ich bin echt begeistert. Ich bin wirklich, wirklich begeistert. So, jetzt kommen wir erstmal zu dem. So, das ist der Unterschied zwischen. Da sieht man gar nicht so gut, wa? Das muss man so machen, dass man das irgendwie besser sieht. So. Hier sind die. Ich mache die mal nebeneinander, so am besten. Dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen. Machen wir mal die Mini mal innen drin. Könnt ihr das vielleicht am besten sehen. So. Da könnt ihr das am besten sehen. Also ich biege die jetzt nicht zurecht. Ich versuche jetzt nur, dass die hier halbwegs gleich sind. Hoppala. Dass man den Unterschied so ein bisschen sehen kann. Also die Mini, es sieht jetzt ein Stück kleiner aus, als es ist. Also die sind kleiner. Also hier, der Bogen ist weniger als bei normalen Open Run. Also das sieht man aber. Also wenn ich jetzt hier so drauf gucke, sieht man es, aber im Video sieht es halt beschissen aus. Da sieht man, na doch, hier sieht man es, das sind. So. Ich hätte die mal so ein bisschen daneben. Dann kann man das vielleicht ein bisschen sehen. So. Ja, da seht ihr, dass da ein Unterschied ist. Sonst ist da überhaupt kein Unterschied. Ich habe auch mal nachgefragt, wie es aussieht, die Open Run und die Open Run Pro, wo da der Unterschied ist. Da ist beim Bluetooth wohl ein Unterschied und beim Bass und beim Übertragen diese Knochenschalltechnologie ist da nochmal in einer Upgrade-Version eingebaut. Also, also funktioniert denn eine Upgrade-Version? Kann ich so nicht sagen, wie sich anhört. Also Pro, da müsst ihr euch jemand anders suchen, der die getestet hat. Die habe ich nicht getestet. Dazu kann ich jetzt so nichts sagen. Ich kann jetzt halt nur mal zu den Open Run und den Com sagen. Und alle drei sind wirklich. Also ich war ja ein bisschen skeptisch, ein bisschen pessimistisch. Denn er setzt dir dir auf und dann durch den Knochenschall, ja, vielleicht ein bisschen hörst du, aber ich habe eher gedacht, dass das halt nicht Knochenschall ist, dass halt ein bisschen, man hat ein kleiner Lautsprecher drin ist und dass das dann zum Ohr geht, dass das mit dem Knochen richtig funktioniert, habe ich jetzt so nicht wirklich dran geglaubt, muss ich ehrlich sagen. Aber alle drei haben ihre Aufgabe hervorragend gelöst. Ich zeige euch auch gleich die Webseite. Ich war mit allen dreien sehr zufrieden. Die Mini muss ich sogar sagen, also die habe ich hier, die normalen habe ich für den PC. Da ist es ein bisschen lockerer, wenn ich hier so schwitze. Und die Mini hatte ich jetzt, ich kann die auch mal aufsetzen, dafür setze ich mal meine Brille auf. Einfach nur so, zack, und das war's schon. Das sind jetzt hier die normalen, ihr seht, die gehen hier unten noch so ein Stück runter. Und die Minis sehen dann so aus. Die sind dann hier hinten wirklich direkt, obwohl die manchmal schon ein bisschen knapp bei mir waren. Aber wenn ich jetzt so normal im Studio bin und bei Bewegung, also bei denen und so, da sind die ganz gut. Oder wenn ich dann so ein bisschen pumpe und so, das ist das auch okay. Wobei, wenn ich laufe oder auf dem Rad bin oder beim Treppensteigen oder was weiß ich, da sind die
im Normalen dann wirklich ein bisschen besser, wenn ich ein bisschen Spielraum hinten habe. Also die Minis sind dann eher für Frauenköpfe oder für Leute, die kleinere Köpfe haben, damit die da hinten nicht so eine Döns hinten dran haben oder wenn sie im Winter eine Mütze aufsetzen wollen und dann hinten nicht so, da ist das eher geeignet. Mit dem normalen Run kommt ihr da eigentlich super weit. Also da seid ihr eigentlich sehr zufrieden mit. Also Mini nur, wenn ihr einen kleinen Kopf habt oder wenn ihr das wirklich eng anliegen soll und ihr eine Mütze im Winter drüber ziehen wollt oder so. So, die OpenCom, die sind wie die One, bloß halt mit einem Mikrofon. So, ich habe immer noch nicht mal die Döns hier vorne abgemacht, sehe ich gerade. So, Zettelchen abmachen. Bei den OpenCom, da finde ich zum Beispiel gut, dass ich da so eine geschützte Tasche habe. Bei den Open Run habe ich halt nur den Beutel. Also da muss ich sagen, da würde ich mir vielleicht bei den Open Run auch ein Update-Modell wünschen oder so, dass man da vielleicht auch sowas macht. So ein Case, das ist nämlich für die Fitnesstasche ganz gut, wenn ich, also für normal haut man das in Reisepack oder so, aber wenn du im Fitnessstudio bist, du nimmst Schuhe mit, Klamotten mit und dann halt noch deine Trinkflasche und so, da ist das dann schon ein bisschen robuster und da weißt du, da kann das nicht kaputt gehen. Das ist halt der Vorteil von denen, obwohl der Beutel auch gut ist. Ich habe die jetzt immer so mitgenommen, hatte aber wirklich immer Angst, dass wenn irgendwas drankommt, dass die vielleicht kaputt gehen könnten. So, jetzt setze ich mal die Open Run auf, OpenCom, die setze ich genauso einfach auf. Und dann kann ich mir hier das Mikrofon nach vorne schieben. Das sieht dann in etwa so aus. Wir können die hier unten an- und ausschalten. Dann kommen wir auch gleich noch dazu. So. Und ich mache das mal hier schnell wieder zurück. Das ist nämlich ein Unterschied zwischen den Open Run und den OpenCom. So. Die Open Run sehen halt so aus. Die setzt ihr euch so auf. Hier ist dann das Ohr. Und auf der Unterseite, auf der rechten Seite, auf der Unterseite, habt ihr dann halt die Knöpfe. Hier. Das ist laut und leise. Ja? Aber auch gleichzeitig ist laut an. Und daneben ist halt das Lade. So, ich mach mal kurz. So, vielleicht seht ihr dann so ein bisschen besser, Jano. Das ist zum Laden. Und hier seht ihr ja, dass da zwei Symbole hier dran sind. Plus und an und aus, also dieser Kreis. Also wenn ihr das hier drückt haltet, macht er an. Und dann, wenn ihr im normalen Betrieb einfach nur Klick macht, dann macht er plus minus, also Lautstärke. Aber das gilt nicht nur als an und aus, sondern auch, wenn ihr angedrückt haltet, auch wenn er sagt, dir sagt er denn on und weitergedrückt haltet, dann blinkt das. Hier ist da irgendwo dann ein Licht zu sehen. Wartet mal, ich mach mal kurz an. Nee, hier. Bei dem ist das Licht zu sehen. Ich halte jetzt einfach mal hier gedrückt. Da hat es gerade geblinkt. So, jetzt ist an. Hat sich auch verbunden. Jetzt halte ich wieder gedrückt. Und jetzt geht's aus. Rote Lampe. Die leuchtet auch, wenn die schwach ist, wohl anders. Aber habe ich nicht beobachtet. Der sagt euch das auch an. Batterie High, Batterie Low, Batterie Medium. Das sagt er euch alles an. Der einzige Unterschied, den wir jetzt hier haben, zwischen den beiden, wir haben hier auch die Tasten beim Kommen, aber ihr seht die so einzeln. Also da ist Plus auch gleichzeitig anmachen. Im Gegensatz zum Open Run haben wir hier so eine lange. Und hier ist beladen. Beim Open Kommen ist beladen hier hinten an der Seite. Da. Das ist so ein. Ich habe die auch gerade noch geladen gehabt. Das ist so ein kleiner Kabel, den könnt ihr auch extra kaufen. USB auf so ein Magnet. Wenn ihr mehrere habt, ist kein Problem. Dann packt euch die Kabel weg, die ihr übrig habt, und damit sie keinen Kabelbruch kriegen. Die passen nämlich hier super ran. So. Das ist jetzt am Open Run. Und jetzt machen wir Open Com. Da passt es genauso. Das ist verdammt super.
Außer, dass jetzt sich hier die Knöpfe unterscheiden vom Open Run und Open Com und dass der USB, also praktisch Ladekabel da hinten ist, haben wir auch noch eine zweite Taste, die sich dann verlagert hat. Beim Open Run haben wir eine hier vorne einen kleinen Knopf für lautlos oder auch hier Gespräche annehmen, je nachdem. Und beim Open Com haben wir es auch, aber linke, hier haben wir dann auf der, nicht auf der linken Seite, hier haben wir es dann auf der rechten Seite, weil hier ist ja dieses Drehteil. Hier haben wir es auf der rechten Seite und hier haben wir dann so einen Kreis. Ist genau das gleiche, aber halt die Seite hat sich verlagert. Ich zeige es euch nochmal von vorne. Von links nach rechts und da ist es so rund geworden. Das ist eigentlich der einzige optische Unterschied, dass hier ein Mikrofon dran ist, hier nicht. Hier sind die Tasten ein bisschen anders und der USB, die Ladestation ist ein bisschen anders und vorne. Sonst sind die eigentlich so fast identisch. Ja? Und beide machen auch wirklich einen super, super Sound. Also kann ich wirklich nicht meckern. Ich habe alles gehört. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Und dann habt ihr halt hier bei dem Com, habt ihr dann halt hier noch so eine schöne Tasche. Oder habe ich hier noch mein oh, die Tüte noch drinne. Das Ladegerät, das eine, was ich doppelt habe, ist hier drinne. Und die anderen beiden sind hier vorne gerade dran. Ja, dann mache ich, habe ich eins hier drin und eins hier in der Tasche. Also zwei sind hier praktisch drin. So. Und ja, die haben alle ihren Dienst wirklich hervorragend gelöst. Also optisch habe ich euch das jetzt gezeigt. Jetzt kommen wir mal zu meinem Sound. Es sind keine In-Ears oder Over-Ears. Also ihr habt keinen brachialen, basslastigen Sound, wie als wenn ihr im Konzert seid, ob ihr im Spiel mittendrin seid. Links, rechts, überall, oben, unten, überall laut. Das habt ihr nicht. Überhaupt nicht. Weil ihr habt ja durch diese Knochenschall. Ihr habt einen Bass drin, ihr habt auch Höhen und Tiefen habt ihr drin. Also ihr hört alles wirklich sehr gut über diesen Knochenschall. Aber dadurch, dass die Ohren frei sind, ihr habt nichts auf den Ohren oder in den Ohren und das nur durch den Knochenschall übertragen wird, hört sich das ein bisschen flach an. Man gewöhnt sich dran, sehr schnell so ja dran. Also nicht, dass es schlimm ist, man hört trotzdem wirklich alles. Ich höre die Höhen, die Tiefen, Bass, ich höre alles raus. Auch von den Stimmen her, die hören sich alle auch unterschiedlich an. Also nicht, dass ihr denkt, die hört sich immer alles gleich an. Nein, 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 nein. Es ist aber halt flacher, weil der Druck ist ja halt nur hier drauf und da ist halt nicht dieser Druck, der In-Ear oder Over-Ears haben kann, dass er rinnt ins Ohr. Der ist ja nicht vorhanden. Ich habe auch Testaufnahmen. Beide Modelle, also Open Run, Open Run Mini und Open Com. Open Com sieht man es ja, aber Open Run und Open Run Mini haben alle Mikrofone eingebaut. Ich habe auch Testaufnahmen gemacht. Muss das mal hier kurz verschieben. Die werden wir uns gleich auch dann nochmal anhören. Ich werde dann mein Mikrofon stumm schalten. Das sind die Testaufnahmen. Ich habe die auch für euch in die Cloud hochgeladen. Das ist jetzt in Google Drive. Ich werde euch den Link zur Verfügung stellen. Die sind nicht bearbeitet. Ich habe sie nicht komprimiert. Gar nichts. Nichts. Ich habe einfach nur aufgenommen. Auf dem PC mit einem Rekorder und nichts bearbeitet. Und auf dem Handy einfach, oh, ihr sagt, nur ein Memo machen. Also ein Sprachmemo machen. Und dann kann man ja auch seine Stimme aufnehmen. Und ja, da habe ich vier Dateien. Einmal zum Open Run, hier Open Com am PC, Open Com, ja, Open Com am Handy, Open Com am PC, Open Run, PC, Open Run, Handy. Das ist jetzt einmal vom PC ist es eine M4A-Datei und am Handy ist es eine AAC-Datei. Ich habe auch die Dateien nicht geändert. Ich habe nichts gemacht. Ich habe das Einzige, was ich gemacht habe, vom Handy auf den PC übertragen und vom PC dann halt hoch in die Cloud.
für euch. Ja, wir können das auch gerne mal anhören. Ich habe hier auch schon so ein Ding vorbereitet. Ich werde dafür aber jetzt kurz mein Mikrofon stumm schalten, damit es keine Rückkopplung gibt oder beziehungsweise, dass ihr das nicht doppelt und dreifach hört und das halt verfälscht. Wie gesagt, die unkomprimierte Datei, einmal könnt ihr so runterladen. Ich werde euch den Link in die Videobeschreibung machen. So. Natürlich ein bisschen. So, das ist jetzt nochmal eine Mikrofonaufnahme mit dem OpenCom, auch wieder am PC. Natürlich mit Bluetooth verbunden. Esel fressen, Nessel nicht, Nesseln fressen, Esel nicht, 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. So, das ist jetzt nochmal ein Test mit dem Open One, aber diesmal habe ich es mit dem PC verbunden, natürlich auch Bluetooth. Esel fressen, Nessel nicht, Nesseln fressen, Esel nicht, 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. So, das ist eine Mikrofonprobe mit dem OpenCom von Shox. Ich habe halt einen Mikrofonarm, eine Verlängerung, damit es halt näher am Mund ist. Ich bin mit meinem Handy verbunden. Und ja, das ist jetzt halt mal der Test dazu. Ich bin mal gespannt, wie sich's anhört. Esel fressen, Nessel nicht, Nesseln fressen, Esel nicht. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. So, und das ist jetzt eine Mikrofonprobe mit dem Open One. Da haben wir kein eingebautes Mikrofon mit einem Mikrofonarm sozusagen, also Verlängerung zum Mund, sondern alles ist direkt bei diesen Knubbels, die auf dem Knochen sind. Und da ist halt auch das Mikrofon mit eingebaut. Ich bin mal gespannt, wie sich das anhört. Verbunden sind wir mit Bluetooth mit dem Handy, natürlich. Und jetzt fangen wir mal an. Esel fressen, Nessel nicht, Nesseln fressen, Esel nicht. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. So. Haben wir uns das angehört? Also eigentlich ganz cool. Das einzige Problem, muss ich auch ansprechen, ich will halt nichts verschönern. Ihr habt die Aufnahme eben gehört von PC, aber wenn ich die beiden am PC anschließe, normale Stimme aufnehme, hört sich das so an, wie ihr das gerade gehört habt. Benutze ich die aber für einen Stream oder im Discord, dann hören die sich nicht so gut an. Das konnte ich jetzt leider aber nicht reproduzieren und nicht aufnehmen. Aber ich habe es im Stream ja, habe ich es euch ja mal vorgeführt. Also wenn ihr wollt und da die Mikrofone dann mal hören, live hören wollt oder so im Stream, den Unterschied, ihr seid gerne eingeladen, immer Freitagabend, momentan, wir Ferien sind ab 21.15, sonst immer 20.15, mache ich einen Livestream auf YouTube, ein Hangout, wo ich mit euch einfach quatsche und so ein paar Themen der Woche berede und so. Da, wenn ihr wollt, ihr könnt gerne dazukommen und fragen, ey Odin, kannst du uns mal live das Mikrofon vom Open Run oder vom Open Com vorspielen? Also einfach mal anmachen. Ist überhaupt kein Problem. Ich kann euch gerne auch live ungeschnitten das zeigen. Immer freitags ab 20.15, außer jetzt eine Ferienzeit, 21.15 Hangout. Einfach nur Bescheid sagen, welche ihr hören wollt und ich mache das dann an. Das ist überhaupt kein Problem. So, wie gesagt, ich bin mit allen dreien sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich habe ja sonst mein Turtle Beach. Das hat schon gekühlt Dinger drin, aber es ist halt immer noch heiß. Ich habe hier, wenn draußen über 30 Grad sind, habe ich 30 bis 31 Grad locker in der Bude, obwohl ich alles zumache. Jetzt hat es schon geregnet eben. Ich habe immer noch 27,9 Grad in der Bude. Und da kann ich abends kein Headset oder In-Ear-Kopfhörer tragen. Ich hatte ja vorher auch In-Ears. Hier so eine ganz normalen In-Ears. Also ich mag halt nicht die mit dem Gummi, das wisst ihr ja. So ganz normal, so alter, sowieso wie früher. So, so wie beim Gameboy. Ja? Aber ja, sowas wird kaum noch gemacht. Die wollen ja alle mal mit diesem scheiß Gummi da und so. Aber die habe ich im Ohr. Der Vorteil bei den Shox, wie gesagt, ich habe die jetzt
ich weiß gar nicht, wie viele Wochen. Kann ich euch jetzt gar nicht aus dem Kopf sagen. Ich habe die mehrere Wochen jetzt getestet. Ich glaube, 3 Wochen, 2 Wochen, 3 Wochen. Bin ich jetzt mir nicht so sicher. Absolut geil. Absolut geil. Egal welches Modell. Ob mit Mikrofon noch Verlängerung sozusagen oder mit eingebaut. Alles beide geil. Ich habe, wie gesagt, im Studio. Ich habe sie auf. Ich höre meinen Trainer. Ich höre auch, wenn jemand fragt, hier, pass auf, wie viele Durchgänge machst du noch? Kann ich sagen, hey, ich mache noch 2 oder 1. Oder ich bin jetzt fertig. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich habe die auf, ich höre meine Musik. Und die andere Musik natürlich, die da ist auch. Meine höre ich dann ein bisschen lauter, logischerweise. Und die Leute, wenn sie mit mir quatschen, der Trainer sagt, komm, noch ein Durchlauf, komm, zieh, noch 3. Oder was weiß ich. Oder kommen wir gehen jetzt da hin und machen dit und jenet. Ich höre meinen Trainer, ich brauche nicht lautlos machen, ich brauche keinen Kopfhörer nicht rausmachen, also stumm schalten, ich brauche Kopfhörer nicht rausmachen, nichts. Ich kann einfach meine Musik laufen lassen und höre den Trainer trotzdem. Genau wie beim Fahrradfahren oder beim Laufen. Ich kann einfach ganz normal laufen, also laufen, schnelles Gehen, kann ich machen. Ich brauche keine Angst haben, ich höre, wenn mir irgendjemand hinterher ruft, Achtung, dir ist was aus der Tasche gefallen oder pass auf, da kommt ein Auto oder was weiß ich. Ich höre alles, weil ich habe die Ohren frei. Die Ohren sind nicht bedeckt mit oben drüber oder in was reingestoppt. Ich habe sie beim Autofahren getestet. Ich habe sie da mit meinem Handy verbunden. Ich habe sie auch mit dem Radio verbunden. Ich hatte sie auch mit dem Alexa Auto verbunden. Nicht du jetzt. Alles Mögliche getestet. Hat auch super funktioniert. Ich habe sie hier im Stream, habt ihr sie gesehen, beide benutzt. Weil es ist, ehrlich gesagt, für den Sommer, es ist so geil. Weil manchmal war es ja so, wenn ich dann gewusst habe, ach, ich muss schon wieder streamen. Ich habe eigentlich ja keine Lust bei der Hitze und ach, wenn ich die Kopfhörer wieder aufsetzen muss und dann hast du schon so, ah, du willst zwar Ton haben, klar, du kannst ja nicht die Boxen laufen lassen, weil dann kommt Echo und so, aber da hast du schon keinen Bock, Kopfhörer aufzusetzen. Das nervt dich einfach schon. Alleine, weil du drunter wegläufst, die Soße läuft dir runter. Und hier einfach, selbst hier, seht ihr, ich habe Brille auf. Ich setze die einfach auf, man kann so mal nachjustieren, zack, bumm, kann anmachen und kann loslegen. Jederzeit kann ich jetzt hier loslegen. Musik, genau, nochmal kurz. Moment. Oi, das ist einfach barbarisch heiß hier. So, und so habe ich dann gestreamt, ja, vor mir den Bildschirm, hier habe ich meinen Ton, meinen Controller, ja, PS5-Controller in der Hand oder halt den Xbox-Controller, ja, den habe ich jetzt nicht hier, der lädt gerade, oder? Ne, den habe ich hier liegen, ja, von der Series X, also beziehungsweise den Elite-Controller, ja, habe ich hier, zocke hier, ganz easy, habe meinen Lüfter an und es ist so scheiße angenehm, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Nichts im Ohr, nichts auf dem Ohr. Einfach nur, hier, die drücken nicht, die drücken nicht, die verschieben sich nicht. Das ist einfach nur hier den Bumm und man hat den Ton. Ich höre alle drum und dran. Hat noch einen Vorteil, weil ich ja, wenn es warm ist, hier das Fenster aufhabe. Ich werde nicht mehr so laut, dann beschweren sich die Nachbarn nicht mehr, weil ich nicht mehr so laut bin. Ist nochmal ein Vorteil. Also für den Sommer und so, wenn ich Fahrrad fahre, laufe, Sport, die Dinger, ideal. Ich habe mir auch schon überlegt, die OpenCom hier zu nehmen, wenn ich dann halt zum Beispiel mal mit dem Fahrrad einen Vlog mache oder so, weil da ist ja ein Mikrofon dran, müsste man mal testen, vielleicht dann noch so ein Gummi, so ein Püschel drüber machen oder sowas, ja, müsste man mal gucken, wie es ist, wie es sich anhört, sollte vielleicht auch ganz cool sein. So. Aber wie gesagt, von mir Endfazit wirklich toll. Wirklich, wirklich toll. Sie machen das, was sie sollen. Der Akku hält, also da steht was von 10 Stunden drin, soweit ich das jetzt weiß, nochmal im Kopf habe. Also gefühlt komme ich über 10 Stunden. Ich habe es jetzt nicht gemessen, aber gefühlt komme ich drüber. Ich kann euch auch nochmal die Webseite zeigen. Hier haben sie jetzt auch in Blau. Also das wäre jetzt hier zum Beispiel das Open Run. Das könnt ihr in Schwarz-Grau, in hellblau und dunkelblau, was ein bisschen lila-mäßig hier unten aussieht, aber ihr seht das ja. Und in hellgrau, dunkelgrau und hellrot, dunkelrot.
Ihr könnt das eigentlich am angenehmsten. Und hier könnt ihr dann auch auswählen, ob ihr die Standard wollt oder das Mini wollt. Und hier seht ihr auch nochmal, hier ist das Standard und hier ist das Mini. Hier wird es dann geladen. Laut dem Hersteller, wenn man das ranmacht für 1,5 Minuten, soll man 10-minütiges Laden ermöglicht die Kapazität von 1,5 Stunden. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel zocken und gerade Bäder alle sind, eins kann ich nebenbei laden, dann kann ich das andere nehmen. Ich muss nur 10 Minuten laufen, dann kann ich 1,5 Stunden nutzen. Ja, meistens ist ja immer eins voll. Ist aber auch cool. 10 Minuten laden und man kann 1,5 Stunden Musik hören. Also normalerweise, wie gesagt, länger, aber halt, wenn wirklich mal leer ist, 10 Minuten geladen, dass man da so 1,5 Stunden nutzen kann. Ich glaube nicht, dass irgendjemand 1,5 Stunden am Stück rennt. Hier haben wir denn das nochmal aufgebaut. Hier ist der Knopf. Und hier ist dann halt das mit dem Knochenschall. Das wird hier auch irgendwo zerlegt. So Spritzwasser geschützt mit IP67 wasserdicht. Ultraschall. Ultraschallbare Qualität. Oh, hier stand irgendwo. Da macht es gerade an. Also nimmt es ein Gespräch an. Kann auch. Ja, kleine Größe mit einer Passform. Hier steht es auch Standard, Smaller. Also für Frauen halt gut. Die Small-Variante. Und hier seht ihr auch nochmal mit Bias. Der Karton, da ist der Beutel drin, Ladegerät und die Shocks. Aber fehlt mal ein Handbuch. Das sind die. Ladekabel ist das. Lageetui ist das. Benutzerhandbuch steht nicht drin und rechtliche Hinweise steht auch nicht drin. Also das ist so ein einzelner Zettel. Ihr habt da dann nochmal einen Vergleich, dass ihr die Open Run und die Aeropacks, das waren glaube ich die Vorgänger oder so, seht. Akkukapazität 8 Stunden. War das nicht 10 Stunden? Ich bin beim Mini. Gucken wir mal beim Standard. Beim Mini vielleicht weniger. Nee, auch 8 Stunden. War der denn bei dem Com? Bei mir war so wie 10 Stunden. Sechs Stunden. Hm. Okay, mir kommt jetzt so vor, als wenn ich länger. Gut, dann sind es nur 8 Stunden. Hier seht ihr die dann. Und die haben wirklich einen super Tragekomfort. Ah, hier. Noise Cancelling. Boom Mikrofon. Aha. Ach ja, mit NFC könnt ihr einfach die Verbindung einfach so machen, einfach ranhalten. Ich habe Bluetooth benutzt, einfach so ganz normal und Siehung, koppeln, fertig. Geht auch ganz schnell. Ja, hier ist dann halt auch wieder alles mit bei, bloß hier die Anleitung fehlt. Bei Otto haben sie so auch. Wusste ich gar nicht. Hier stehen auch ein paar Bewertungen. Großartig. Besser als jedes Headset. Super. Ja, also alle freuen sich und finden es gut. Ich selber persönlich ja auch. Bin da sehr begeistert von. Und im Sommer jetzt und im Fitnessstudio oder wenn man so Sport macht, gibt es nichts Besseres. Wie gesagt, du hörst nicht, was du hörst die Geräusche, was du mit normalen Kopfhörern nicht hast. Also ich bin wirklich absolut begeistert. Tragung war gut, Sound gut, alles tipptopp, aber wie gesagt, der Sound ist nicht so brachial wie im normalen In-Ear oder Over-Ear.
Weil das ist ja nicht dieser Schall und dieser, was so übertragen wird, es geht ja wirklich nur über den Knochen übertragen. Sonst habt ihr, hört ihr nichts von denen. Also es kommt auch nicht über die Ohren irgendwie, dass ihr das hier hört und noch zusätzlich über die Ohren oder so. Gar nichts. Die Dinger sind komplett leise. Es sei denn, ihr beugt die natürlich bis zum Anschlag hoch. Bis so 93, 95% geht's und ab. Also ab da geht's, dann wird es dann was lauter, so dass auch der Nebenmann, wenn er so macht, hören könnte, was ihr hört. Alles, was da drunter unter 90% so ist, hört der Nebenmann gar nichts. Nicht ein bisschen. Ja, das soll es jetzt zu meinem Fazit erstmal gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Wie gesagt, guckt auch mal in die Kommentare. Ich werde euch die drei Produkte, die Open Run, Open One Mini, Open Com, die Pro werde ich euch hoch mal zur Sicherheit, werde ich euch unten drunter verlinken. Da könnt ihr euch dann auch, ich werde euch die Webseite auch verlinken und ich werde euch Amazon verlinken. Dann könnt ihr ein bisschen was dazu durchlesen, wenn ihr wollt. Und noch ein Stück weiter drunter, genau unter den Links, werde ich euch noch einen Link packen zu Google Drive. Da stelle ich euch die vier Dateien zur Verfügung, die ich aufgenommen habe. Wie gesagt, die sind nicht komprimiert, nicht bearbeitet, nicht verbessert, gar nichts. Ich habe einfach nur auf dem Handy aufgenommen, Stopp, PC aufgenommen, Stopp. Und dann habe ich die Dateien so hochgeladen. So. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Ahoi. Euer Odin. Odin's Test.